Herzlich willkommen. Dies ist eine wunderbare Morgen-Yoga-Praxis. Sie bereitet dich auch gut vor, wenn du danach noch meditieren möchtest und so ein kleines Morgenritual etablieren möchtest. Denn das zugrunde liegende Thema ist auch etwas, was ich sanfte Disziplin nenne. Eine Disziplin, die nicht dazu genutzt wird, etwas von außen zu erzwingen oder zu erfüllen, sondern eine Disziplin, die dich in Kontakt bringt mit dir selbst. Wenn du dann noch meditieren möchtest, habe ich dir hier oben eine wunderschöne Meditation verlinkt. Wenn dir das Video gefällt, freue ich mich über ein Like, über einen Kommentar, wenn du das Video bis zum Ende schaust, so dass YouTube es dann auch noch mehreren Menschen vorstellt. Ganz vielen Dank und jetzt viel Freude beim Praktizieren. Wir starten liegend, auf dem Rücken, die Füße aufgestellt. Lege eine Hand auf deinen Bauch, eine Hand auf dein Herz. Gib deinem Atem sehr viel Raum, sehr viel Volumen, aber ohne, dass du das zu sehr forcierst. Der Atem kommt und geht. Hole dein Bewusstsein mehr in diesen Augenblick und ganz tief zu dir selbst. Nun ziehe das rechte Knie zu dir heran, strecke das linke Bein am Boden aus und du drückst mit dem Knie in beide Hände etwas zurück, sodass dein unterer Rücken in eine kleine Inwärtskurve kommt. Erinnere dich an deinen Atem. Mit sanfter Disziplin achtest du darauf, dass dein Bewusstsein nicht überall hin zerstreut, sondern dass du hier bleibst in diesem Augenblick und bei dir. Nun bitte dein rechtes Bein langsam ausstrecken nach oben zur Decke. Die Arme liegen jetzt neben dir. Und dann nimm dir viel Zeit, das rechte Bein abzulegen. Und wenn das rechte Bein liegt, ziehst du das linke Knie zu dir heran mit beiden Händen und drückst mit dem Knie etwas zurück in die Hände. Der Atem kommt und geht. Du suchst eine kleine Inwärtskurve oder wie ein ganz kleines Hohlkreuz im unteren Rücken. Strecke nun bitte dein linkes Bein nach oben zur Decke aus. Die Arme liegen neben dem Körper. Der linke Fuß ist geflext. Und dann senke langsam das linke Bein ab. Gut. Stelle deine Füße auf für die Schulterbrücke. Mache bitte Roboterarme, so wie ich es zeige, wenn du es nicht kennst. Drücke die Ellenbogen und die Arme so in die Matte, dass du dabei die Schulterblätter anlegst. Gut, diesen Druck jetzt etwas lösen, die langen Arme ablegen und mit dem nächsten Einatmen hebe dein Becken an für die Schulterbrücke. Greife die Außenkanten der Matte, ruckel hinten am Rücken deine Schultern ein bisschen mehr aufeinander zu. Der Hinterkopf ist lang, das heißt, du ziehst das Kinn eher ein bisschen weg von der Brust, als dass du es hinziehst. Erde die Füße ebenmäßig und mit liebevoller Disziplin bleibe mit deinem Bewusstsein beim Atem. Einmal noch ein- und ausatmen, langsam lösen, dein Becken absenken. Und jetzt bring den rechten Knöchel über dein linkes Knie, bringe die Arme hinter den Kopf und beide Hände über Kreuz halten die Ellenbogen. Ziehe das linke Knie zu dir heran, im rechten Winkel ist das linke Bein, beide Füße geflext, zieh von den Füßen Kraft ins Becken. Du kannst das linke Knie ein bisschen mehr zu dir heranziehen, das rechte ein bisschen wegschieben, variieren hier. Einmal noch ein. Und mit dem Ausatmen den linken Fuß etwas absenken und dann deine Beine rüber bewegen nach links. Und der rechte Fuß kann auf dem Boden ankommen, muss er aber nicht. Und du bleibst mit der Wahrnehmung beim Atem.
und ziehst deinen unteren Bauch weich ein bisschen nach innen und hoch. Mit dem Einatmen komm zurück in die Mitte. Strecke die Beine nach oben zur Decke aus, beide Füße geflext. Wechsel jetzt die Arme und dann bring den linken Knöchel vor dein rechtes Knie, rechtes Bein im rechten Winkel gebeugt, beide Füße geflext. Du kannst das rechte Knie einen Hauch zu dir ranziehen und das linke Knie von dir wegschieben. Und weiterhin der Atem kommt und geht. Einmal noch ein. Und mit dem Ausatmen deinen rechten Fuß absenken und dann langsam deinen Weg finden. Rechtes Knie zusammen mit dem linken Fuß drehen nach rechts. Nur so weit, wie es gut geht für dich, den unteren Bauch etwas nach innen ziehen und nach oben. Wenn du das nächste Mal einatmest, bringst du die Beine zurück nach oben und streckst sie nach oben. Lege nun deine Arme ab neben dem Körper. Zieh einmal von den Füßen die Kraft rein ins Becken. Und ausatmen, entweder gestreckte Beine langsam absenken. Wenn das aber zu viel ist für deinen Rücken, dann beuge die Beine, um die Füße ein bisschen schneller abzusenken. Und genauso mit dem Einatmen entweder die gebeugten Beine oder die gestreckten Beine langsam wieder nach oben bringen. Und von hier Happy Baby Pose, und zwar eine leichtere Variante. Du beugst die Knie und greifst deine Unterschenkel oder Knöchel. Die Knie drehst du etwas nach außen. Drücke mit den Füßen imaginär nach oben zur Decke, sodass dein unterer Rücken ein bisschen länger wird. Die Stellung so hat etwas sehr Sanftes. Du suchst aber mit liebevoller Disziplin deinen Fokus zu halten auf deinem Atem. Einmal noch ein. Und dann greifst du bitte um, und zwar greifst du deine Rückseiten der Oberschenkel und beginnst auf und ab zu rollen. Erst ganz sanft, bis du irgendwo den Punkt findest, wo du schweben kannst. Im Boot, so heißt die Stellung. Option 1, bleibe hier. Drücke mit den Oberschenkeln so gegen die Hände, dass dir es hilft, aufrecht zu sitzen. Option 2, beginne die Beine etwas mehr oder ganz zu strecken. Möglichkeit Nummer 3, wenn du es halten kannst, strecke die Arme nach vorne aus, bleibe aufrecht. Einmal noch ein. Ausatmen, bitte deine Füße aufstellen, die Hände hinter dir aufstellen für den Tisch. Zieh dich erst lang, roll die Schultern zurück, komme mit dem Becken hoch. Dein Steißbein zieht etwas zu den Knien. Mit deinen Schulterblättern suchst du dein Herz zu heben. Einmal noch ein. Ausatmen, senke dein Becken ab und komme in einen Schneidersitz, wo das linke Bein vorne ist und der Schneidersitz ist so ein bisschen weiter, die Unterschenkel ein bisschen paralleler zueinander. Fingerkuppen hinter dir aufgestellt, zieh dich lang, Becken darf schwer nach unten sinken und dann laufe mit deinen Händen etwas nach vorn. Flexe die Füße, von den Füßen zieh Kraft rein ins Becken. Und wenn dein Körper mitgeht, darfst du gerne auch ein bisschen tiefer kommen. Und du lässt dich nicht ganz fallen, sondern es bleibt eine liebevolle Disziplin, die dich beim Atem hält. Und wirklich auch bei dir selbst. Mit dem nächsten Einatmen komm bitte wieder nach oben und mit dem Ausatmen schwinge dein linkes Bein nach hinten für die Taube. Ruckel dich so zurecht, dass du die Hüfte ausrichtest parallel zum vorderen Mattenrand. Die Zehen hinten lang. Aber achte darauf, dass die Wade nicht nach außen fällt, sondern gerade nach oben zeigt. Zieh die Beine aufeinander zu. Suche eine ganz schöne innere Aufrichtung zusammen mit deinem Atem. Und es ist, als würdest du dein Herz öffnen und dem Tag entgegenstrecken.
Einmal noch ein. Ausatmen, finde deinen Weg von hier in einen ersten herabschauenden Hund. Die Knie ein bisschen beugen, den Po nach hinten oben rausschieben und dann langsam die Beine etwas mehr strecken. Erinnere dich an deinen Atem. Mit dem Einatmen komm in die schiefe Ebene. Mit dem Ausatmen senke dich gerade oder erst die Knie ab, leg dich ganz ab. Strecke deine Arme nach vorne aus. Zieh den unteren Bauch nach innen und hoch, hebe den Oberkörper ein bisschen an. Und mit dem nächsten Ausatmen zieh die Ellenbogen und die Schultern nach hinten. Und mit dem Einatmen strecke die Arme nach vorne aus. Ausatmen, Ellenbogen und Schultern nach hinten ziehen und wieder nach vorne. Und mit dem Ausatmen noch einmal Ellenbogen und Schultern nach hinten hier bleiben, einatmen. Ausatmen, setze die Hände, die Fingerkuppen auf für eine langgezogene Position des Kindes. Indem du hier die Fingerkuppen in die Matte drückst, hebst du die Schultern ganz leicht, die Achselhöhlen, schmilzt im Herzen weich nach unten. Einmal noch ein. Und mit dem Ausatmen komme in den herabschauenden Hund. Die Hände bewusst geerdet. Dein Atem kommt und geht. Mit jedem Atemzug nimmst du ein bisschen mehr Energie auf. Mit jedem Ausatmen lässt du etwas gehen, was zu viel ist an Spannung. Mit dem Einatmen hebe dein rechtes Bein nach hinten heraus, bleibe für einen Moment. Ziehe die linke Hüfte wieder ein Stückchen nach hinten zurück. Einmal noch ein. Mit dem Ausatmen setze den rechten Fuß nach vorne, weiter Ausfallschritt, linkes Knie weich auf der Matte ablegen. Einatmen, komm hoch mit der rechten Hand auf dem Oberschenkel, linker Arm zur Decke. Bleibe hier. Nimm den unteren Bauch ein bisschen nach innen und hoch. Zieh dich ganz, ganz, ganz lang. Und dann in einem weiten Bogen bringst du den linken Ellenbogen außen an deinen Oberschenkel, beide Hände vor dein Herz. Wenn die Drehung zu intensiv ist, geh wieder ein Stückchen heraus. Finde deinen Atem erneut. Wenn du es ein bisschen anspruchsvoller haben möchtest, hebe dein linkes Knie weg von der Matte. Zieh die rechte äußere Hüfte nach hinten unten. Mit dem Einatmen dreh dich unten heraus, setz die Hände auf und dann strecke langsam dein rechtes Bein. Atme nochmal ein hier und mit dem Ausatmen rechtes Bein im rechten Winkel beugen. Einatmen, noch einmal das rechte Bein strecken. Ausatmen, rechtes Bein beugen im rechten Winkel. Achtung, einatmen, linker Fuß nach vorne, halbe Vorbeuge. Ausatmen, Vorbeuge. Bringe die Hände an die Hüfte, drücke die Füße in die Matte. Einatmen, komm hoch. Ausatmen, bring die Hände vor dein Herz. Einatmen, bring die Arme weit über die Seite nach oben und zieh dich lang. Ausatmen, tauche in die Vorbeuge. Sanfte Disziplin führt dich zum Atem. Halbe Vorbeuge, zieh dich so lang wie möglich. Ausatmen, dreh deine Füße etwas auseinander. Komm in Malasana, die Yogi-Hocke. Für einen Moment. Und dann komme von hier zum Sitzen, wieder in einem Schneidersitz, wo jetzt der rechte Unterschenkel etwas mehr von dir weg ist und der linke bei dir dran. Genau. Die Fingerkuppen aufstellen, dich ganz lang aufrichten, Becken schwer. Und dann laufe graduell nach vorne, erstmal nur ein kleines Stück. Suche deine Füße zu flexen, von den Füßen Kraft ins Becken zu ziehen. Dann kannst du weiter gleiten, atmen. Und natürlich darf in dir immer wieder was loslassen, aber schau, dass du deine Aufmerksamkeit nicht loslässt, dass du mit liebevoller Disziplin bei dir bleibst, bei deinem Atem. Mit dem Einatmen komm langsam wieder nach oben
Und dann schwinge mit dem Ausatmen dein rechtes Bein nach hinten. Für die Taube musst du dich ein bisschen zurecht ruckeln. Du wählst, welchen Winkel du im linken Bein hast. Achte darauf, dass das rechte Bein die Wade nicht so nach außen dreht, sondern alles so ein bisschen kompakt bleibt. So wie Thomas das wunderbar macht, bleibe aufrecht. Ziehe die Beine isometrisch aufeinander zu. Nimm den unteren Bauch ein bisschen nach innen und hoch. Und es ist, als würdest du das Licht begrüßen, indem du dich aufrichtest und dein Herz öffnest. Mit dem Ausatmen setze deine Hände auf und finde deinen Weg in den herabschauenden Hund. Knie wieder leicht beugen, den Po hochschieben, aus dem Inneren die Beine strecken. Einatmen, wie in einer Welle, komm in die Plank Pose, bleibe einen Moment. Ziehe die Unterarme isometrisch aufeinander zu. Atme einmal noch ein. Und mit dem Ausatmen senke dich gerade oder erst die Knie ab, lege dich ganz ab und wieder strecke die Arme nach vorne aus. Nimm den unteren Bauch nach innen und hoch. Hebe den Oberkörper. Hebe die Arme. Hebe diesmal auch die Beine von den inneren Oberschenkeln. Noch zwei Atemzüge bleiben. Die sanften Rückbeugen wecken dich auf, wirken energetisierend. Einmal noch ein. Ausatmen, alles absetzen, komm in eine langgezogene Position des Kindes. Atme hier bitte ein. Und ausatmen, komme in den herabschauenden Hund. Einatmen, hebe dein linkes Bein geführt nach hinten heraus, bleibe hier. In dieser Variante bleib sehr kompakt, zieh die rechte äußere Hüfte zurück. Einmal noch ein. Ausatmen, linken Fuß nach vorne setzen, zwischen die Hände, dein rechtes Knie weich ablegen. Einatmen, komm nach oben mit dem rechten Arm, linke Hand, stützt sich auf dem Oberschenkel ab. Bleibe hier. Atme weiter. Nimm deinen unteren Bauch weich nach innen und hoch und im weiten Bogen drehst du rüber. Entweder verankerst du den rechten Ellenbogen am Oberschenkel, bringst die Hände ins Anjali Mudra oder schwebst in einer halben Drehung. Wenn du es anspruchsvoller möchtest, dein rechtes Knie von der Matte heben. Zieh die linke äußere Hüfte etwas nach hinten zurück. Gib deinem Atem Raum. Und mit dem nächsten Einatmen dreh dich zurück, setz deine Hände auf, bleibe hier. Und wenn du dann einatmest, dein linkes Bein langsam strecken. Und mit dem Ausatmen dein linkes Bein beugen im rechten Winkel. Einatmen, dein linkes Bein strecken, dabei Kraft vom Fuß ins Becken ziehen. Aus, linkes Bein beugen im rechten Winkel. Achtung, einatmen, rechter Fuß nach vorne, halbe Vorbeuge. Und ausatmen, etwas tiefere Vorbeuge. Beuge die Knie tief, Stuhlstellung, einatmen. Ausatmen, komm hoch, bring die Hände vor dein Herz. Bleib einen Augenblick, die Füße geerdet. Sehr bei dir selbst und mit deinem Atem verbunden. Verschränke nun die Finger hinter deinem Rücken und mit dem nächsten Einatmen zieh die Seiten deines Körpers lang. Die Schultern machen eine kleine Bewegung nach oben, nach hinten. Und nun bewegst du die Arme mit leichter Beuge in den Ellenbogen weg von dir. Liebevoll ziehst du die Hände isometrisch auseinander und suchst dabei, die Schultern mehr nach hinten zu bringen. Nimm die fliegenden unteren Rippen in den Rücken zurück. Achte darauf, dass der Hinterkopf lang ist. Und es ist, als würdest du das Licht begrüßen. Einmal noch ein. Und ausatmen, beuge die Knie, lege die Rippen auf den Oberschenkeln ab und streck erstmal langsam die Arme hoch in Richtung Decke, so weit wie es für dich geht. Und von deinen geerdeten Füßen beginnst du Kraft so hoch zu ziehen ins Becken, dass sich dabei die Beine langsam etwas mehr strecken. Und dann kann mit dem Ausatmen die Energie über die Wirbelsäule, die Krone des Kopfes fließen.
Wenn du Schwierigkeiten im Rücken hast oder noch nicht so flexibel bist, dann ist besser, du beugst die Knie ein bisschen. Komme von hier zurück noch einmal in die Stuhlstellung, beuge die Knie, bring die Arme über den Kopf. Bleibe für einen Moment, du drückst die Füße in die Matte, ziehst dich so lang wie möglich. Und ausatmen, Vorbeuge. 4 Punkte deiner Füße bewusst geerdet. Ziehst du noch einmal von den Füßen, wir nennen das muskuläre Energie, hoch ins Becken. Und mit dem Ausatmen lässt du die Energie vom Becken durch die Wirbelsäule, die Krone des Kopfes fließen. Halbe Vorbeuge mit dem Einatmen. Drehe die Füße etwas auseinander, komm in die Hocke. Du kannst gern auch was unter die Fersen legen. Die Hände sind vor deinem Herzen. Du erinnerst dich an diesen ganz gleichmäßigen, tiefen Atem. Und der Atem führt dich immer wieder zu dir selbst. Komme nun in eine angenehme Sitzhaltung von hier. Setz dich gerne erhöht. Richte dich so ein, dass du komfortabel sitzt. Du kannst auch einen völlig anderen Sitz, zum Beispiel einen Fersensitz, wählen. Dann liegen die Hände sanft auf deinen Oberschenkeln. Mit dem Ausatmen lässt du dein Becken schwer nach unten sinken. Mit dem Einatmen richte dich sehr natürlich auf. Und die Aufrichtung bleibt, wenn du mit dem Ausatmen zu viel Spannung loslässt. Und mit liebevoller Disziplin zieh dein Bewusstsein, deine Gedanken, deine Sinneswahrnehmungen mit dem Einatmen nach innen ganz sanft in deinen inneren Raum. Und dann lässt du dich so richtig einsinken in deinen inneren Raum. Sollten Gedanken aufsteigen, dann lass dies zu. Aber du hältst nicht fest an den Gedanken, sondern du gehst dann wieder liebevoll zum Atem in deinen inneren Raum. Die Stirn ist weit, die Augen sind entspannt. Und dann sinke in die kleinen Momente oder auch die größeren Phasen von Stille. Und nun hast du die liebevolle Disziplin aufgebracht, etwas zu praktizieren und nun zu sitzen in Stille. Und wenn es dir gut tut, verlängere die Praxis. Meditiere so lange, wie du möchtest. Ich verabschiede mich hier. Toll, dass du dabei warst. Ganz lieben Dank. Namaste.